Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handschelle aus Australien und zwar, wenn wir hier auf die Beschriftung schauen, eine SAF-LOK MK-IV und auf der anderen Seite haben wir hier beschriftet, einmal hier unten LOK und dann die Seriennummer, das ist in dem Falle die 72791. Die andere Seite ist ebenfalls beschriftet mit der Seriennummer, identisch, nochmal dem Schriftzug LOK und hier nochmal SAF-LOK MK-IV. Was fällt auf, wenn wir uns das Ganze anschauen? Wir haben hier einen relativ quadratischen Schlosskasten. Hier oben ist er ein bisschen abgerundet, hier unten ist er abgekantet. Das ist übrigens hier aus einer Sammlung, also wo ich das gekauft habe. So ein internes Schildchen, das hat nichts mit mir zu tun, aber ich habe es trotzdem dran gelassen. Der Schlosskasten selbst fällt auf. Wir haben hier gewisse Stifte, also solche Federstifte, die hier drin sitzen. 1, 2, 3 Stück und die hier etwas halten im Inneren. Die könnte man sicherlich rausschlagen. Was dann passiert, ist die große Frage. Ja, dann haben wir, wenn wir uns das von der Seite anschauen, hier ein doch recht massives Schlossgehäuse. Wir haben hier unten übrigens auch noch was, nämlich Set haben wir hier drin in so einer kleinen Vertiefung aufgeschrieben. Hier haben wir noch so ein Metallstück drin, welches hier anscheinend mit 4 Punkten einmal eingeschlagen bzw. angekörnert wurde. Und im Schlosskasten selbst haben wir dann diesen Drehwirbel. Der hat ein geringes Spiel, ist relativ großzügig und schön gefertigt. Drehbar, das funktioniert auch und daran befestigt haben wir dann diese dreigliedrig verschweißte Kette aus O-Ringen und die verbindet die Handschelle sicher miteinander. Schauen wir weiter, dann haben wir hier unten so einen Drehknopf, dazu kommen wir später, das ist dann die Funktion, wie die Handschelle funktioniert. Und das Ganze läuft dann hier weiter aus im doppelläufigen Handschellenflügel. Der ist auch sehr massiv gefertigt, also mit Zusammendrücken ist dann nichts. Wird dann hier nach hinten immer etwas schmaler, hat hier nochmal eine Ausrundung und dann diese spezielle Hohlniete, durch die man schön auch durchschauen kann. Und die verbindet dann das Ganze hier mit dem Handschellenbügel. Der Bügel ist hier auch gegossen und trotzdem aber in relativ dickem Material ausgefertigt. Die Schrift ist hier erhaben auf dem Bügel. Das macht auch was her, macht einen guten Eindruck und geht dann quasi hier herum. Die Handschelle ist auf beiden Seiten gedoubelockt, deswegen müssen wir jetzt natürlich uns zuerst mal den Schlüssel anschauen und dann die Funktion und dann kommen wir zum Rest. Bei dieser Handschelle ist ein originaler Schlüssel dabei. Das ist einfach hier so ein Stanzteil, SAF-LOK steht drauf. Wir haben dann hier so eine Mulde in dem Profil, dass es einen Profilschlüssel ergibt. Hier vorne ist er spitz und dann hat er hier so eine kleine Kodierung, die ist aber relativ einfach gehalten. Hier hat der vorherige Besitzer einmal einen Schlüssel nachgemacht. Das ja, ist quasi von so einem kleinen Abus Fahrradschloss, deswegen steht da noch Abus drauf. Wir haben hier ebenfalls diese Mulde und dann die Kodierung hier auch angedeutet. So, jetzt werden wir die Handschellen einmal öffnen. Das heißt, wir werden den Schlüssel hier einsetzen. Der Schlüssel passt natürlich hier nur in eine Richtung, also mit der Kodierung nach innen. Und dann ist er hier drin und kann gedreht werden. Und was wir sehen, wir können ihn so oft und so viel drehen, wie wir wollen. Das heißt, in dieser Position... Also in dieser Position ist das Ganze gedoubelockt, um 180 Grad gedreht, können wir die Handschelle hier frei öffnen. Und dann gibt es natürlich hier noch eine 90 Grad Drehung, die müsste aber, glaube ich, unten sein. Naja, fast, okay. Ja, jetzt sehen wir, dass die Handschelle hier geöffnet ist. Das Ganze funktioniert so, ich erkläre euch das mal. Wenn der Schlüssel nicht drin steckt, dann kann man die Handschelle hier durchschwingen und wenn sie dann angelegt ist, kann man den Drehknopf drehen. dann ist sie durchrastbar. Das waren jetzt 90 Grad. Und drehe ich nochmal um 90 Grad, dann ist sie arretiert. Jetzt kann man denken, ach, dann bestimmt Trainingshandschellen, drehe ich mal zurück. Nein, zurückdrehen ist leider nicht drin. Dazu braucht man dann wirklich diesen Schlüssel. Das heißt, man kann diese Handfessel, und das ist sehr schön, mit einer 180 Grad Drehung und Entfernung des Schlüssels einmal scharf schalten. Das machen wir jetzt auch. Hier auch nochmal 180 Grad und Schlüssel rausnehmen. So kann man die Handschelle natürlich dann transportieren. Und wenn man möchte, dann eben jemandem anlegen, den man eben verhaften möchte. Das Ganze einmal drehen. Dann ist es schon zu. Kann es dann nochmal enger stellen. Oder man lagert es gleich so durchrastbar. Das geht natürlich auch. Und wenn man nochmal dreht, ist es gedoublelockt. Und hier natürlich von offen. Zack. Kann man sie auch gleich doublelocken, indem man dann einfach weiterdreht. Also relativ simpel, aber auch sehr speziell. Hier mit diesem ja, Drehknopf. Hier geht es in die eine Richtung auf jeden Fall. Immer in Richtung Uhrzeigersinn. Ja, wenn wir dann genauer schauen, dann haben wir hier natürlich auch die Zahnstange. Wir haben eine einseitige Führungsrille, die dann hier auch durch einen so einen, ja, durch eine so eine Einstanzung, die sehen wir auch hier, hindurchläuft und dadurch natürlich dann ein gewaltsames Aufziehen erschweren soll. Die Zahnstange selbst ist entgratet und auch abgerundet. Das ist relativ angenehm, da kann man sich nicht so schnell verletzen. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zähne für 16 unterschiedliche Schließpositionen. Jetzt habe ich den natürlich hier gedoubelelockt. Ich dachte, da wäre das Single-Lock drin, aber falsch gedacht. So, das heißt, Single-Lock rein, erste Rastung und dann messen wir das einmal aus. Dort haben wir circa im größten 7,3 cm Durchmesser und im kleinsten Innendurchmesser haben wir hier circa 4,6 cm. Wenn wir uns das von innen einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Schließfalle haben, die ist relativ massiv, also so ein Bolzen, der hier hineingedrückt wird von einer Feder und so entsprechend dann das Ganze hier zugehalten wird. Wenn wir das hier auf Doublelock drehen, passiert nicht viel mehr, außer dass dieser Bolzen natürlich hier gesperrt ist und dadurch entsperren wir den jetzt noch einmal. So, jetzt ist der Bolzen nämlich zurückgezogen und wenn ich jetzt einmal auf diesen Single-Lock gehe, dann kommt der Bolzen nach vorne. Jetzt ist er federnd gelagert und drehe ich weiter, ist dann eben der Doublelock drin. Auf der anderen Seite genauso, gucken wir uns auch nochmal an. Also Drehung um 90 Grad, Bolzen kommt hervor, Single-Lock und weiter drehen. Doublelock. Also wirklich eine einzigartige, tolle Handschelle, das muss man mal so sagen. Die SAF-LOK, nicht ganz einfach zu bekommen, nicht ganz günstig, aber ein tolles Teil. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Gewicht dieser Handfesseln. Und hier haben wir die 409 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.